Ja. So, sind wir alle da? Herzlich willkommen zu unserem Richtfest. Der Termin war knapp, aber ich sehe, ihr habt immer noch so ein bisschen was frei. Bei all denen, die was frei gemacht haben, bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr da seid. Ganz wichtig, dass ihr da seid. Ihr habt es letztendlich in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass wir das hier bauen können. Es fließen viele städtische Gelder hier in dieses Objekt. Versammlung. Wir sind mit Vergnügen hier heraufgestiegen, um den Gästen zu ehren, ein Gläschen zu leeren. Dem TSV und den lieben Seinen samt allen, die sich hier vereinen. Die Baukollegen und die Gäste begrüße ich zu diesem Feste. Und dann, lieber Günther, haben wir uns mal kurzerhand zusammengesetzt und ich glaube, wir haben in weniger wie 3-4 Wochen mal die Grundzüge geplant. In 3 Monaten wussten wir, was wir hier machen. Dann gab es den Grundsatzbeschluss der Stadtverordneten, die ich alle hier begrüße und denen ich auch danke, dass sie diesen Weg mit uns gegangen sind. Und ja, für ein Projekt auf städtischem Grund, die Stadt gibt ja den Grund, gibt einen Zuschuss von 600.000 Euro, gibt auch einen Zuschuss zum Betrieb, ist das extra eine absolute Rekordzeit, was wir hier geleistet haben, gemeinsam. Und wir haben noch ein bisschen mehr geleistet, ich denke mal hier an die Fußballer vor allem. Jeder weiß, dass mein Herz ein bisschen weiter da drüben schlägt, aber mein Herz schlägt grundsätzlich für den Sport.